Herzlich willkommen zurück zu Blood Bowl 2 mit Arezzo. Ich bin Arezzo. Wir sind in der Donkey City, dem Stadion von Morgul mit seinen Goldeseln. Er scheint nicht in der Aufnahme sein zu wollen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Eventuell hat er auch nur den Teil des Posts überlesen. Er ist auf jeden Fall im TS und ich hatte ihn angeschrieben, aber er hat bisher nicht darauf reagiert. Also, ja, wir schreiben hier einfach. Falls er sich noch umentscheidet, kann es sein, dass er noch kommt. Jetzt gehen wir erstmal davon aus, dass nicht. Wir haben einen neuen Spieler. Ich habe Lucius Fox nach seinem zweiten Spiel direkt rauswerfen müssen mal. Und stattdessen haben wir jetzt, wo ist er denn? Einen neuen Blitzer. Da ist er, Hannibal Lecter. So. Ja, Morgul hatte 700.000 Anreize, also Portokasse. Wir sind in der Verteidigung. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich meinen Blitz, Kicker speziell aufstellen muss. Ich glaube, der kann überall stehen. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir eben nicht. So, du gehst mal hier hin. So. Gut. Ja, er hatte 700.000. Dadurch hat er eben die zwei Starspieler, die wir schon sehen konnten. Hier einmal mächtiger Zug und der andere ist... Wo sehe ich denn noch einen Stern? Ah, hier ist er. Griff Oberwald. Er möchte die beiden vorne haben. Das heißt, er will keine SSP durchs Prügeln haben, offenbar. Und natürlich kommt Großkroll vorne. Sein Oger. Gegen Menschen habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Und neben den Starspielern hat er noch eine Bestechung. Also er plant zu faulen. Was ich schon mal sehr unschön finde. Klar, okay. Er hat die Mittellinie noch nicht komplett aufgestellt gehabt. Gut, gut. Jetzt habe ich keine Verwundeten mehr hier wirklich. Also bis auf Lelouch natürlich. Deswegen sind die Leute, die an der Mittellinie stehen, ein bisschen ja, beunruhigender. Wenn sie kaputt gehen, dann ist doof. Bei jemandem wie Tyrion Lannister war es nicht ganz so schlimm. Natürlich war es trotzdem schade, dass er gestorben ist, aber da kann man sich mit abfinden, wenn er mal einen Stat-Down bekommt. Ich hätte ja auch Lucius Fox theoretisch behalten, aber er war eben ein Blitzer und bei Blitzern wollte ich mir dann lieber direkt einen neuen holen. Bei dem Feldspieler hätte ich ihn drin gelassen. So, okay, wir müssen, glaube ich, den Kicker auswählen. Wo ist er denn? Wo ist mein Kicker? Du bist doch der Kicker. Warum kannst du nicht? Das ist merkwürdig. Benutz Kick. Ja, toll. Ja, ist eben immer noch neu. Ich bin nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Okay, sie haben mir direkt eine Hexenkriegerin gelähmt. Das ist nicht gut. Aber gelähmt ist natürlich nicht so schlimm. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass er dann eben nicht fault. Wenn er das macht, dann bin ich traurig. Gut, wie kommen wir da hinten gut ran? Er hat einen Geschicklichkeits-4-Spieler. Den sollten wir ins Visier nehmen. Von den Prüglern hier sollten wir uns auf jeden Fall fernhalten. Ich habe mir noch gar nicht angeguckt, was die so alles haben. Nicht viel. Wir haben den einen mit der Geschicklichkeit, wir haben den Fänger mit Block und wir haben den Unterstützer. Und der Rest
Was haben die hier? Die haben auch nichts. Scheint ein relativ frisches Team zu sein. Sehr schön, da geht ein Reroll weg und der hat nicht so viel. Das ist aber schade. Und raus ist er! Sehr gut, dafür wird er sein Dings dann nicht benutzen, sein Apotheker. Und wir haben gratis SSP bekommen. Das gefällt mir doch. Wir sind direkt in Führung gegangen. Also in Überzahl. So, den hier wollen wir loswerden. Die Dinger können nämlich nervig werden. Atomus brauche ich jetzt gerade nicht unbedingt die SSP. Der hat Stärke, also die haben beide Stärke 5, der hier eben dann noch Rüstungsbrecher. Oh, der hat auch, okay, der hat auch automatisch Rüstungsbrecher, aber Tackle haben sie beide nicht. Gut, gehen wir hier als Verstärkung mit hin. Und ja, wenn wir zwei mit Verstärkung ransetzen, als Verstärkung ransetzen. Moment. Achso, klar, hier blockieren wir ja schon. Ja, dann werfen wir den einfach mal so um, ne? Und wir folgen wir oder bleiben wir? Wir bleiben. Dann haben wir hier nämlich noch ein bisschen Angriffsfläche. Gut, wir haben drei Stärke, er hat fünf. Das heißt, wir brauchen zwei Leute, nur um angreifen zu können. Und das kriegen wir nicht hin. Also nur um Einwürfe zu bekommen. Das heißt, den Blitz benutze ich dann doch lieber woanders. Hier möchte ich auf jeden Fall noch weg. Das kombinieren wir mit einem Blitz. Wir gehen hier nach vorne. Hier gehen wir ein Stück nach vorne. Hier bauen wir ein bisschen Bedrohung auf. Nichts Schlimmes, aber ein bisschen, ne? Und hier gehen wir auch ein paar Schritte nach vorne. Die Hexenkriegerin bleibt schön im Hintergrund. Und gut, der Reroll wurde nicht benötigt. Und Mensch fällt. Wir bleiben hier und. Was haben wir? Nur eine Lähmung. Okay. Gut. Hannibal bringen wir auch mal hier nach hinten. Aber zu viele wollen wir nicht nach hinten bringen. Ich habe kürzlich in der Dinner Time mal reingeschaut. So heißt, ich habe die ganzen Monate gebingewatcht. Ich glaube, das war schon vor dem letzten Spiel. Auf jeden Fall habe ich da zwei Spiele von mir gesehen und habe festgestellt, ich renne zum Teil viel zu weit rein und habe dann große Probleme hier eben zu kontern. Es gibt bestimmte Dinge, die man am besten sieht, wenn man eben sich das Spiel nochmal getrennt anguckt. Also mit ein bisschen Abstand. Wobei natürlich es auch ein bisschen hilft, dass da Kommentatoren mit bei waren, die den Fehler ziemlich deutlich angesprochen haben. Zum Teil stimme ich da nicht mit überein, aber in diesem Falle definitiv. Ich renne oft zu viel rein. Und wenn das ganze Team auf einmal auf der anderen Seite ist und deren Konter hinkriegt, ist das ungünstig. Gut, was das soll, weiß ich nicht. Hier wird da jetzt der Hank Pym hauen. Was er mit Grom Großkroll tut, weiß ich nicht. Fabian Fänger, Nikolas Niederschlag, Lasse liegen. Okay, sehr schön. Er würfelt bisher nicht sonderlich gut. Philipp Fähler. Frederik Flinkefuß. Also ich sehe kein wirkliches System, außer eben, dass er jedes Mal Alliterationen benutzt. Mächtiger Zug fällt natürlich raus. Da kommt der Blitz mit zwei Würfeln, aber. Ah, ne, doch, ist ein Blocker. Ich dachte von einem Blocker an. Nee. Ah, sehr schön. Von einem Nicht-Blocker gegen einen Blocker. Da hätten wir gar nicht so schlechte Chancen gehabt.
Er wird höchstwahrscheinlich nicht voll. Oh, er folgt. Sehr schön, gibt mir weitere Angriffsmöglichkeiten. Das mag ich. So, dann zeig mal, was du mit dem Ball machst. Eine Übergabe wahrscheinlich noch nicht. Er wird sich wahrscheinlich den Pass dann... Oh, was? Okay. Kannst du den in Sicherheit bringen noch? Ja, okay, wenn er ein Stück, also ein ganzes Stück hier hingeht, dann geht das. Ah, er will hier direkt in den Cage. Okay, das geht natürlich auch, ja. In den Cage können wir hier allerdings von hinten rein. Das ist kein großes Problem. Wir stellen hier jemanden hin, blocken uns hier durch. Erst einmal gehen wir hier hin, dann bauen wir ein klein bisschen Druck gegen den Käfig schon mal auf. Den können wir nur schieben, ist in Ordnung, wir bleiben. Fällt mir nicht, dass er jetzt direkt im nächsten Zug dort eine Angriffsmöglichkeit hat, aber naja, wir bleiben auch hier. So, wir stellen uns hier mit hin. Und... Ne, Wiederholungsruf ist es mir nicht wert. Gut, dann können wir uns eben nur... Uppala, nicht mit dem. Mit dir hier zum Beispiel. Oh, verdammt, da sind ja... Grofholz mit bei. Okay, haut trotzdem einigermaßen hin, ne? Wollen wir zerquetschen? Ne, in diesem Falle nicht. Wir wollen hier lieber stehen bleiben. Und wir lassen hier vorne es ein klein bisschen zu, lieber, ne? Gut, Lelouch, du gehst ein Stück zurück. Felicity, du gehst hier hin. So, Lelouch stellen wir nur ran, wenn wir wirklich jemanden als Unterstützer da brauchen. So. Könnte hier natürlich rumrennen, aber ich glaube nicht, dass er das tun wird. Ja, wir geben ihm natürlich mit Bruce Banner hier eine gute Angriffsmöglichkeit und leider auch mit Samantha Carter. Wunderbar. Und wir lassen uns hier hinbringen. Wir stehen dann noch am Ballträger. Aber sonst kann uns keiner angreifen ohne Blitz. Wenn jemand jetzt hier nochmal angreift, müsste ich natürlich hierhin, um am Ballträger dran stehen zu bleiben. Okay, jetzt könnte ich... Obwohl, nein. So blockiert er mich tatsächlich komplett, was den Ballträger angeht. Wo wollen wir dann hin? Dahin? Nein. Gut, wir gehen hier hin und greifen dann von der anderen Seite an. Das heißt, der Beiträger ist jetzt erst einmal frei. Aber so schnell können die ja nicht vorbeilaufen hier. Das sind ja nur Menschen. Er müsste noch jemanden hier ranholen, damit er die zwei Würfe bekommt. Ja, da will er den Block machen. Und... Oh, den holt er auch hin. Ah ja, um den Käfig dort noch ein bisschen zuer zu machen. Sehr schön, bisher halten meine Leute durch. Und er folgt. Er lässt sich nochmal umstoßen gleich. Gut. Wenn er das so will, dann will er das so. Hier kann ich nicht vernünftig angreifen. Ist er denn Dummkopf zündet? Ah, er riskiert's nicht. Ich würde natürlich ganz gerne wieder am Ball stehen. Dazu müsste ich den hier allerdings angreifen. Noch jemanden ranstellen kann ich da nicht.
Wir hatten hier eben den einen Würfel. Blocker gegen Nicht-Blocker. Machen wir das so? Ich glaube fast ja. Kommen wir hier hin ohne Go for it? Nein. Okay, du gehst mal bitte hier hin. Und du gehst hier hin. Das ist eine Stelle, die eigentlich schon abgesichert ist. Das heißt, wir brauchen da nicht so viele Leute. Und wir bleiben. Nur eine Lähmung. Schade. So, oh, der hat ja nur Stärke 2. Na dann. Los. Der hat Ausweichen, das ist nicht so schön. Dann bleiben wir. Wenn wir hier blitzen, könnten wir uns hier mit ranstellen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das will. Ich sollte nicht zu aggressiv spielen. Ich kann mir nämlich nicht mehr wirklich leisten, zu viele Leute zu verlieren. Okay, wir gehen. Wir könnten weggehen. Jetzt hier ein bisschen umformieren. Hier hinten das weiter stärken. Der da hat Geschicklichkeit 3. Wenn wir die drei hier hinten lassen. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Wir gehen hier hin. Versuchen nochmal den Unterstützer rauszuhauen. Klappt nicht. Das ist natürlich nicht so schön. Und wir haben schon wieder nicht darauf geachtet, wie wir hier angreifen. Okay, wenn wir hier mit hingehen, dann kriegt er nicht sofort einen guten Block hin auf Cementa Carter. So, dann gehst du hier hin. Und damit können wir den Ballträger zumindest an einen von uns ranschieben. Wir folgen auf jeden Fall nicht, weil da ein mächtiger Zug steht und den mag ich nicht. So, den Blitz hatten wir ja schon. Ja, wir gehen hier das eine Feld vor, dann decken wir immer noch die zwei Zeilen hier ab. So, okay, zu pennen. Das wäre so viel einfacher, wenn er mir einfach den Ball geben würde. Aber bisher will er nicht. Ah, okay, da kommt der Blitz, um den Ballträger zu befreien. Sehr gut, nur ein Schieben. Bisher fallen die Blockwürfe für mich sehr günstig. Kann sich aber jederzeit ändern. Vielleicht stellt er ihn hier mit dran, damit er hier noch einen weiteren Angriffspunkt hat. Da müsste er ja hier nur noch jemanden ranstellen an Hannibal. Damit er Cementa Carter mit zwei Würfeln blocken kann. Jetzt ist die Frage, ob er wirklich darauf zielt oder ob er lieber hier ein bisschen absichert. Ja, will er das Spielfeld verlagern? Das Spielfeld verlagern als Mensch gegen Elfen ist riskant. Was auch riskant ist, ist einen Geschicklichkeitsvierer so offen hinzustellen. Okay, der kann dorthin laufen und Philipp Fehler kann den. Achso, nee, der hat ja schon sich bewegt. Eventuell greifen wir jetzt gleich Nikolas Niederschlag an. Ne, Moment, nicht Nikolas Niederschlag. Hier, Stefan Starkarm. Es sei denn, er bringt den Ball jetzt tatsächlich hier hin direkt. Ja, das könnte er machen. Verlagert nicht nur um, er stößt tatsächlich hier vor. So wie ich seine Leute bisher umwerfe, ist das riskant.
Und das hat schon mal geklappt. Das hat auch geklappt. Das hat nicht geklappt. Wie wollte er das? Er hat noch zwei. Das Absichern jetzt wäre durchaus wichtig. Ja, okay. Und er kommt durch. Gut, dann schauen wir mal. Hier hinten haben wir Bruce Banner. Den wollen wir jetzt nicht wirklich als Kämpfer hier einsetzen. Deswegen ist er hier als Unterstützung nicht schlecht, damit wir hier unsere zwei Würfe bekommen. Wir sollten uns auf jeden Fall darum kümmern, dass es hier erst einmal ein bisschen blockiert ist. Du gehst hier hin. Sehr schön. Und du gehst hier hin. Hier würde ich ganz gerne auch gleich noch raus. So, jetzt machen wir aber hier erst einmal den Angriff. Der hat keinen Block, dann wird er jetzt umgehauen. Da passiert nichts, das ist ja doof. Wenn wir uns hier mit ranstellen, haben wir nur den einen zusätzlichen. Also, ja, beim ersten Angriff den zusätzlichen Würfel, beim zweiten nicht mehr, wenn wir mit Samantha Carter dann angreifen. Ich überlege, ob wir den hier umwerfen sollten mal. Wäre vielleicht ganz gut. Er hat Blocken. Verdammt, war doof aufgestellt. Jetzt haben wir ja schon wieder nur einen Würfel gleich. Gut. Zum Glück brauchen wir momentan relativ wenige Rewards. Nichts. Ja, der hat eben eine verdammt hohe Rüstung. Aber das ist im Prinzip das Resultat, von dem man ausgeht. So. Und ja, noch ein bisschen Verstärkung hier. Hier ist jetzt kein großes Foul-Risiko, weil er da sehr viele Leute ranziehen müsste, die dann eben nicht mehr Frederik Fliegefuß verteidigen könnten. Also wir sind in Zug 5 und der hat gerade mal die Mittellinie überschritten. Das heißt, vom Aufhalten her haut es einigermaßen hin. Aber mehr machen wir eben gerade nicht. Und ich würde eigentlich schon gerne mehr machen. Besonders wenn er meine Leute überhaupt nicht umwerfen kann, sollte ich eigentlich mehr machen. Gut, Chris Chaot ist in Schlagreichweite. Oh, und er bringt auch noch Philipp Fehler in Schlagreichweite. Schön, wahrscheinlich wird er... Oh, er geht da hinten hin. Okay. Hier natürlich ziemlich offen wieder. Wahrscheinlich wird er sich umpositionieren wieder nach links. Moment, will er den Beiträger hier hinbringen? Das wäre sehr riskant. Weil hier kann ich ohne Probleme durchbrechen. Oh. Es. Was hast du vor, Morgul? Da steht er wieder auf, um umgeworfen werden zu können.
Ja, ich glaube, er wird. Also hier jetzt so wahrscheinlich eher. Aber auch das ist riskant. Ich kann hier einfach vorbeilaufen. Oder will er komplett zurückrennen? Oder will er versuchen durchzulaufen? Das wäre auch sehr riskant. Ne, dort hinten hin. Okay. Stimmt, hier komme ich nicht so einfach raus, weil der da steht. Okay. Hier können wir trotzdem natürlich gut angreifen. So. Jetzt hat er allerdings natürlich nicht dran gedacht, dass wir hier ein bisschen Geschicklichkeit plus haben, ne? Da haben wir das Go for it mit drin. Ich mag keine Go for it. 67% ist ausreichend. Ach Gott. Gut, räumen wir hier erstmal ein bisschen auf, ne? Sehr schön. Du bleibst. Obwohl, nee, du folgst. Dann ist es hier ein bisschen besser, um durchzulaufen. So, du läufst hier hin. Und du läufst hier hin. Gut, das brauchten wir jetzt nicht wirklich. Wir konnten hier einfach außen rumlaufen. So, wo wollen wir lang? Ja, das Problem ist der hier. Das heißt, wir hauen den hier um. Oder wir hauen ihn nur ein kleines Stück zur Seite. Nicht wirklich, was ich wollte. Folgst. Ja, okay, müssen wir damit versuchen. Gegen den Blotcher ist der einzelne Angriff nach. Natürlich nicht so schön erst einmal. Autsch. Im ungünstigsten Zeitpunkt drehen sich die Würfe hier. Mal sehen, kann er schon durchlaufen? Ja, kann er. Und sollte er. Ja, er muss jetzt nur noch Artemis umwerfen. Und dann kann er durchlaufen. Er hat noch den einen Revolt. Das habe ich verhauen. Das war doof. Da hätte ich vorher ein bisschen noch mehr absichern müssen. Aber Artemis hält. Das wäre ein Revolt wert. Und Artemis hält immer noch. Allerdings kann er eben weggeschoben werden. Das heißt, ja, er hat trotzdem noch das Ausweichen hier mit drin, wenn er los will. Das wird er nicht los. Also entweder riskiert er das Ausweichen, nachdem er kein Revolt mehr hat. Er hat keinen Revolt, obwohl, den eingebauten Revolt hat er. Den eingebauten Revolt, das ist ein 67% Ausweichen, weil er nur 3 Geschicklichkeit hat. Und dann nochmal das 83%ige Go for it. Es sind keine schlechten Chancen. Oh, er hat's verhauen. Okay. Gut, wenn wir uns hier mit Rand stellen, haben wir erst einmal die zwei Würfel. Dann, wenn wir den umgeworfen bekommen und da dran stehen, hätten wir hier einen Würfel, weil der hier noch der Fabian Fänger im Weg ist. Wir stellen uns sicherheitshalber schon mal hier hin. Hier haben wir nur den einen Würfel. Müssen wir eventuell allerdings machen dann. Eventuell können wir auch noch hier Leute holen. Jetzt ist erstmal das Wichtigste: Beiträger. So, wir stellen uns natürlich ran. Abrollen funktioniert, wie es eben auch sein sollte. Der Ball liegt komisch. Ich glaube, hier ist ein Befreiungsschlag jetzt erst einmal wichtiger, damit er nicht zu viele Möglichkeiten hat.
Das hat ja jetzt nicht so wunderbar geklappt. Gut, dann können wir hier nur folgen. Moment mal. Da hätte ich beinahe Semenza Carter vergessen. Ziemlich viel ausweichen hier. Da-da-dam. Hoppala. Okay, nehmen wir an, sie könnte hier lang gehen. Das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da kämen sie ohne Go Forward hin. Allerdings eben mit dem doppelten Ausweichen dennoch. Also am doppelten Ausweichen kommen wir hier nicht vorbei. Es sei denn, wir gehen hier lang. Oh, ne, klar. Entschuldigung. Gut, du gehst mal hier hin. Hier haben wir ja nur den einen Würfel. Überall. Das heißt, wir kümmern uns erst einmal darum. Wunderbar. Und dann gehen wir hier hin. Dann sichern wir hier noch ein klein bisschen ab. Da ist eine 1 raus, sehr gut. Gut, ein Schieben reicht uns. Sehr schön. Wir bleiben. Jetzt haben wir hier den Einwürfel. Das ist Lelouch. Das war nicht wirklich hilfreich. Hier hätten wir ein doppeltes Ausweichen. Den Blitz haben wir noch gar nicht benutzt, ne? Und da ist noch eine 1 raus. Sehr schön. Gut, den schieben wir dort mit hin. Und stellen uns hier ein klein bisschen in den Weg. So. Okay, wir haben die hier ein bisschen ausgegrenzt. Die hier müssen ausweichen, um wegzukommen. Der kann direkt agieren. Der kann im Prinzip auch direkt agieren. Er kann einfach ausweichen. Er hat. Oh ne, ein eingebautes Ausweichen hat er nicht. Aber trotzdem ist es eben ein 63-prozentiges Ausweichen hier. Und dessen Geschwindigkeit habe ich unterschätzt. 7 Bewegungen, nicht schlecht. Direkt durchlaufen können wir mit ihr nicht. Dummkopf zieht bisher nicht, das ist schade. Ich mag es, wenn Dummkopf zieht. Am liebsten würde ich natürlich ein Passspiel machen. Es ist nicht gut, wenn immer nur meine Hexenkriegerin die SSP bekommen. Aber ich weiß nicht, ob wir da die Gelegenheit bekommen. Momentan ist der Ball wirklich am sichersten bei Dr. Carter. Ja, dadurch, dass wir. Also, das ist jetzt eine ungewohnte Situation. Normalerweise habe ich immer recht viele Leute auf der anderen Seite, die dann annehmen könnten. Aber weil ich jetzt eben versuche, ein bisschen vorsichtiger zu spielen, nicht so weit. Ja, nicht so viele Leute in die gegnerische Seite zu schicken, damit ich noch abfangen kann. Was mir jetzt eventuell auch das Spiel gerettet haben könnte. Also, ich weiß nicht, ob er sonst den Touchdown nicht geschafft hätte. Hätte ich so unvorsichtig gespielt wie sonst. Also das könnte sich direkt auszahlen hier gerade. Okay, er greift mit ihm an, hat direkt die 2 Würfel. Kann sie aber nicht umwerfen und er hat keine Rerolls mehr. Wir gehen dorthin. Damit sind wir ein klein bisschen näher auch am Ziel. Das ist schön. Aber noch nicht weit genug. Wir könnten natürlich versuchen, mit Jason Solo reinzurennen.
Das wären dann die drei Würfel. Einmal ausweichen, zweimal go for it und dann nochmal die zwei Würfel vom Pass. Ist auch nicht wirklich das Schönste. Hier stellt er sich da in den Weg. Das gefällt mir ja auch nicht wirklich. Wenn sich Stefan Starkarm wegbewegen sollte, wäre das ganz gut. Ein Pass zu Bruce wäre an sich auch nicht schlecht. Muss ich allerdings hinkommen. Klar, ich kann hier theoretisch durchaus weichen. Aber wir haben bisher zu wenig Einsen rausgezogen. Es sind noch einige drin. Okay, er macht hier einen Angriff, der nichts bringt. Außer natürlich, dass ich jetzt einen Anlaufpunkt weniger habe. Also eigentlich bringt es schon was. Gucken wir mal, ob wir hier ein klein bisschen was absichern können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der Reihe müsste so stehen am Ende. Direkt auf dem Totenkopf. Machbar. Aber eventuell wäre das Beste, wenn wir uns hier durchblitzen. Relativ wenige Würfel. Hier kommen wir nicht weiter. Der hier ist dann eben weiterhin eine Bedrohung. Aber ich glaube, das machen wir so. Okay, da ist eine 1 raus. Sehr schön. Der kippt um. Auch schön. Wir wollen ganz sicher gerade nicht zerquetschen. Danke für den Vorschlag. So. Die Go-Foils jetzt zu riskieren, würde überhaupt nichts bringen. Den Blitz haben wir schon benutzt. Sorry, Hawking, du wirst dich da. Vor einen Moment mal. Na doch, du wirst dich da mal hinstellen müssen. Sicher nicht der angenehmste Ort gerade, aber. So, hier können wir noch ein bisschen Leute umwerfen. Wollen wir da was tun oder wollen wir nichts tun? Ne, wir bleiben hier. Dann gehen wir hier hin. Dann werfen wir den um. Wir schieben ihn einfach ein bisschen zur Seite. Geht auch. Wir folgen. Hier müssen wir noch weg. Autsch. Ja, machen wir. So, ich will möglichst viele Leute hier vorne haben. Also, dass er jetzt noch den. Moment. Ja, er hat tatsächlich noch einen in Touchdown-Reichweite. Nur für den Fall, dass er den Ball bekommt, dass er ihn rübergepasst bekommt. Das haben wir jetzt da eben noch Leute. Nur für den Fall. Und du bleibst. Gut. Er hat jetzt natürlich noch ein paar Angriffsmöglichkeiten. Bei Dummkopf ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, Moment mal, relativ groß, dass das nicht funktioniert, wenn niemand da ist. Moment.
Beine 1 steht er herum und versucht sich daran zu erinnern, was er eigentlich tun sollte. Ne, okay, da steht nichts von anderen Spielern. Ich dachte, es gäbe da die Möglichkeit, Dummkopf zu reduzieren, indem man Leute ranstellt. Sind dann 2 Plus wird gewürfelt bei einem der folgenden Züge oder der Spielzug endet. Oder der Spielzug. Moment, Dummkopf hört von alleine auf? Ich dachte, das hört erst auf, wenn eine erfolgreiche Aktion gemacht wird. Ich sollte mir endlich wirklich mal das Regelbuch durchlesen. Ich hab's auf meinem Tablet. Jetzt muss ich bloß noch mal unterwegs Lust haben, mich mit Regeln zu befassen. Okay, er greift dort lieber an. Bisher sieht das sehr gut für uns aus. Ah, ne, Moment, er will hier durchlaufen. Da habe ich ja was übersehen. Das ist aber nicht gut. Und sehr schön, wir sind gewandt. Das heißt, wir gehen hier hin. Johann kann er das nicht. Das heißt, wir haben einen Würfel, den wir machen müssen. Auf die 83. Und mit einem eingebauten Reroll. Der Touchdown ist uns relativ sicher. 2 Einsen hintereinander, eine 36 zu 1 Chance. Sehr schön, da haut nichts hin. Wir werden auch hier nicht rumspielen, also niemanden mehr angreifen oder so. Sondern wir laufen einfach gerade durch. Wir machen auch keine Siegesrunde, weil der Kampf hier war relativ hart. Das heißt, wir machen keinen Spott. Wobei das jetzt nicht wirklich bedeutet, dass ich normalerweise auf den Spott verzichte hier, wenn und der Kampf nicht hart war. Eigentlich hat das nur was mit meiner Tagesstimmung zu tun, ob ich die Leute nochmal im Kreis laufen lasse. Ist auch eigentlich überhaupt nicht böse gemeint. Also ist definitiv nicht so böse, wie das Wort Spott jetzt erstmal vermuten ließe. So. Und wieder SSP für Samantha Carter. Wäre ich in Führung, dann hätte ich eventuell noch versucht, Jason Solo vorzuschicken, damit er die SSP bekommt. So. Oh, Halbzeit. Gut, dann hoffe ich, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.